Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Black Panther Wakanda Forever. Worum geht es in diesem Film? Black Panther ist tot. Er ist an einer Krankheit gestorben, für die es bis dato noch kein Heilmittel gab. Und somit denken alle jetzt, Wakanda ist schutzlos allen möglichen Gefahren ausgeliefert. Und da Wakanda ja auch Vibranium enthält, denken die Vereinten Nationen, dass da jetzt viele Leute kommen können und Wakanda überfallen und das Vibranium stehlen können. Was natürlich gar nicht der Fall ist, denn Wakanda kann sich immer noch ganz gut verteidigen. Was aber die Vereinten Nationen ein bisschen anders halt sehen. Und somit spricht Königin Ramonda zu den Leuten, dass Wakanda nicht schutzlos ist. Aber man möchte denen aber nicht glauben. Was machen sie? Sie versuchen durch einen Vibranium-Detektor Vibranium aufzuspüren, was aber schief geht. Und an dem Tag, wo Königin Ramonda vor den Vereinten Nationen sprechen soll, präsentiert sie den Vereinten Nationen die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass das Vibranium gestählt werden sollte. Damit sagt sie allen Leuten, wir sind nicht schutzlos, wir können uns verteidigen. Aber damit noch nicht genug. Es wird noch ein paar andere Ungereimtheiten geben, wo die Leute von Wakanda sagen, dass wir es nicht waren. Aber man möchte denen nicht glauben, was sich aber kurze Zeit später herausstellt, dass da noch ganz andere Leute mitmischen wollen und Vibranium für sich beanspruchen wollen. So ungefähr zur Story. Es geht dort hauptsächlich um das Vibranium und Wakanda muss da wirklich hart für sich kämpfen. Der Film ist echt gut. Der Film ist spannend, der Film hat eine gute Action. Die CGI ist mal wieder echt gut gelungen. Das war bei manchen Marvel-Filmen in letzter Zeit nicht der Fall. Hier hat es wirklich wieder zu einem besseren, sage ich jetzt mal, Aussehen geführt. Viele fragen sich ja, vielleicht die Black Panther jetzt nicht kennen und den ersten Film nicht kennen, warum ist er jetzt tot, ohne großes Tamtam, ohne großes Bredorium? Das liegt daran, dass der Schauspieler Chadwick Boseman tatsächlich gestorben ist im realen Leben. Der ist tatsächlich gestorben und somit musste man jetzt die Story halt umschreiben, damit ein zweiter Black Panther-Film gedreht werden konnte. Und man muss sagen, dass es sehr würdevoll ist, wie sie Black Panther, den alten Schauspieler, immer mal wieder einblenden. Jetzt nicht als CGI oder so, sie nehmen Szenen aus dem ersten Teil zum Beispiel. Aber wie würdevoll sie das immer machen, das finde ich richtig stark. Das muss ich sagen, also das finde ich richtig stark, wie würdevoll sie das immer wieder reinpacken und ihn immer wieder erwähnen, wie wichtig doch dieser Black Panther war. Und auch bei den Abspannen schreiben sie auch groß hin, dass dieser Film ihm gewidmet ist und so. Das finde ich sehr würdevoll, das finde ich sehr toll gemacht. Und was in dem Film auch gut ist, auch die Schauspieler, die jetzt neu dazugekommen sind, passen hundertprozentig rein. Der Film lässt es wirklich auch wieder richtig krachen. Hat hier und da auch so ein bisschen seine emotionalen Momente. Aber der Film lässt es richtig krachen, ey. Also da geht richtig Action ab. Also meine Fresse, das war wieder eine Schlacht gewesen, wo man sagen muss, jo. Auch die neuen Feinde, die dort sind, muss man sagen, sind wir tatsächlich gefährlich. Die sind schon sehr krass drauf und die verstehen auch überhaupt keinen Spaß. Also das muss man sagen, da ist wirklich jede Menge geboten. Natürlich kommt auch dort der Humor nicht zu kurz und es ist ja auch so ein bisschen dann auch der Generationswechsel, der da so ein bisschen fortgeführt wird und alles und ja. Also ich war mit dem Film wirklich tatsächlich zufrieden. Also Thor fand ich jetzt in letzter Zeit, also einer der letzten Marvel-Filme, nicht so toll. Der war mir zu albern und so, die CGI fand ich da nicht so gut. Aber jetzt dieses Mal bei Black Panther, das ist wirklich wieder einer der besseren Filme. Da haben sie sich wirklich wieder Mühe gegeben. Da muss man sagen,
absolute interessante Sache, was sie dort gemacht haben. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da bin ich wieder. Ja, kurz zusammengefasst, die Story haben sie extra so machen müssen, weil der Schauspieler tatsächlich gestorben ist. Die haben daraus versucht, eine gute, harmonielle Story zu stricken, die wirklich passend ist. Auch so ein bisschen auf Fackelübergabe, dies, das und so. Neue Feinde reingebracht, neue Charaktere reingebracht. Die Schauspieler, die dafür gecastet wurden, sind gut. Muss man so sagen. Die kann man wirklich sehr gut dafür gebrauchen. Die sollten auch auf jeden Fall dabei bleiben. CGI, wie gesagt, echt wieder einer der besseren CGI-Filme, wo wieder bessere CGI besser aussieht und alles. Das ist auf jeden Fall auch gut. Also da muss man sagen, da haben sie auch wieder nachgebessert und gute Arbeit abgeliefert. Kostüme natürlich krass gemacht. Das ist alles schon richtig stark und somit gebe ich den Film zwischen, ja, 4 und 5 Totenköpfe, weil dieser Film wirklich wieder einer der besseren Marvel-Filme ist. Und wenn man überlegt, dass man da kompletten Hauptcharakter ersetzen muss und trotzdem das Franchise frisch interessant halten muss, das ist nicht leicht, aber da haben sie doch sehr gut den Spagat geschafft. Ja, das war die Filmbewertung zu Black Panther Wakanda Forever. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.